Hier geht's weiter mit Miustras Spielespaß. Neben mir sitzt deswegen auch Miu. Und wir machen heute was ganz Interessantes. Die Miu hat heute die Maus und der Ustra hat heute die Tastatur. Du hast nur diese Felder oben frei. Und ja, so einfach war das jetzt? So einfach. Das ist das Crafting-Menü und wir können überall einfach Sachen bauen, genau. Aus dem Menü raus kannst auch nur du. Und ich kann laufen und rennen natürlich. Und du kannst jetzt die Truhe nehmen und die irgendwo hinstellen, da zum Beispiel. Ja, aber ich muss in der Nähe sein. Achso. Genau, und jetzt kannst du sie anklicken. Jetzt tun wir mal andere. Linksklick. Rechtsklick. Nochmal. Linksklick. Rechtsklick. Haben wir unsere eigene Truhe abgeschlossen, aber was war jetzt hier los? Tu mal eben alles rein, was wir nicht brauchen. Das ist das. Das ist das Harz. Das Holz würde ich gerne mitnehmen. Die Angel auch. Das Holz würde ich gerne mitnehmen und die Angel auch. Ja. Weil ich glaube, wir wollen ja eventuell die Brücke reparieren. Es gibt ein paar Sachen, die wir euch noch zeigen wollen. Bevor wir dann Miustras Spielespaß beenden und auch dieses Game hier oder besser. Ja, das ist so witzig. Vorsicht, Vorsicht, du hast immer noch die Angel. Du musst ein bisschen langsam klicken. Ja, also. Nochmal, du musst erst gucken, wo. Mach doch mal, scroll doch mal, damit er dich immer die Angel benutzt. Ja. Zum Beispiel mal auf irgendwann. Ja. Okay. Okay. Nein, ich stehe richtig, du klickst falsch. Wo muss ich denn hinklicken? Ja. Okay. Sag doch, dass ich Rechtsklick machen muss. So. Mann! Okay, geh mal weiter. Ich glaube, es ist jetzt eine neue Passage offen. Das kannst du hier mal weiter aufmachen. Und ja, genau, ihr habt richtig gehört, Miustras Spielspaß. Du hast es kaputt gemacht, das hast du genau richtig gesehen und du hast genau richtig reagiert. So, es gibt auch hier natürlich bessere, dies bessere Qualität. Das siehst du daran, dass er ein kleines Sternchen ist. Okay. Ja? Ja. Achso, das ist übrigens Pollenflug, was wir hier gerade Wollten wir sehen. Das nicht in die Versandkiste tun? Das weiß ich noch nicht. Tun Sie in die Versandkiste. Lass mich in Ruhe, ich laufe. Zurück. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ich habe nämlich gar keine Macht mit der Maus. Natürlich. Du hast auch Macht. Wir gehen mal eben... Wir gehen mal eben was schauen. Was denn? Und zwar, ob das, was gerade auf dem Zettel stand, das wirklich so ist, dass wir eine neue Location haben, die wir euch unbedingt noch zeigen wollen. Hier immer noch die Blume auf. Ja. Und nochmal, ihr habt richtig gehört, Miustras Spielespaß wird beendet, weil Stardew Valley ist ja raus. Mio und ich werden, bis der Koop-Modus von Stardew Valley kommt, zwar random immer wieder Videos rausschmeißen zusammen. Genau. Aber feste Termine dafür wird es im Moment nicht geben. Ich will jemanden diese Blume Ich schicken. Werde aber dann ab und zu noch ein paar von den Stardew Valley Sachen im Solo zeigen, falls es was gibt. Ja genau, das ist jetzt offen. Falls es was gibt, was Interessantes, tun wir bitte die Blume weg. Ja, das ist doof, dass du einfach nichts nicht in der Hand halten kannst. Das ist die Mine. Marlon. Ja, es gibt übrigens auch Leute, die es nicht in dem Dorfregister gab, die man trotzdem kennenlernen kann. Es gibt also mehr Leute als 28. I was just peering down into this old mineshaft. It's been abandoned for decades. Still, there's probably good ore down there. But a dark place. Undisturbed for so long, I'm afraid ore isn't the only thing you'll find. Oh. Komm her. Nein. Hier! Take this. Nein, können wir nicht, aber ich hab ein Schwert erhalten. Ja, es war doch in der Cutscene, wie du an einem Skip sehen kannst. Also, aber ich kann die ganze Zeit auf die Sachen klicken, deswegen wundert mich das. Du kannst auch die Textbox wegklicken. Ja. Ich hätte dir nicht die Macht über die Maus geben sollen. Aber es ist witzig so. Okay. Ja, wir haben jetzt ein Schwert. Es ist kaputt, da hat jemand reingebissen. Seht ihr das? Und wir können hier runter, wenn du runtergehen möchtest. Ach, das Schwert habe ich jetzt aber nicht in der Hand. Du hast auch alle Werkzeuge nicht in der Hand, falls dir das aufgefallen ist. Du benutzt die dann immer nur. So, jetzt kannst du zum Beispiel, klopfen mit deiner Spitzhacke. Und du kannst jetzt auch fast schon, Das hat Spaß gemacht. Ja, fast. Ist da auch was drunter? Oder? Ja, manchmal ist da, also da sind ganz normal, wie auch bei Harvest Moon Back to Nature, Downward Sachen. Können wir mal hier runter gehen? Wie, was runter? Da ist nichts mehr. Ich möchte das hier zerkloppen. Ja, okay. Zeig einfach drauf, dann klöppern wir das. Ja.
Ja, dann geht's zum Beispiel wieder weiter runter. Dann geht's wieder weiter runter zum Beispiel. Und jetzt musst du gucken, wenn Gegner kommen, die wieder schlagen, dann musst du dein Schwert nehmen und dann musst du den auch bitte erledigen. Ich weiß, das ist crazy, was ich von dir verlange. Kämpfe! Kämpfe, ich laufe! Ich kann nicht laufen, wenn du kämpfst. Mann. Das ist auch ein Lebensbalken, ne? Bam. Ich hab gewonnen. Okay. Ich bin vergiftet. Nee, er hat mich nur angeschleimt. Da ist zum Beispiel Erz. Da können wir wieder ein bisschen rumklöppern. Kann ich auch einfach gedrückt halten? Ja! Und jetzt isst du bitte entweder die Blume oder die etwas bessere. Genau, die. Einfach klicken, glaube ich. Das möchtest du gerne essen, ja. Zack, ein Topaz hast du bekommen. Oh, cool. Okay, das können wir alles abgeben. Hier, das ist zum Beispiel Eisenerz. Willst du noch weiter in die Mine gehen? Ja, ich zeige mir auch gerne noch was anderes. Okay, ja. Du kannst auch, ohne den zu öffnen, hättest du den jetzt angreifen können. Weil der haut auch zurück. Ich gehe langsam, weil wenn du haust und wenn du gerade so frequently haust, kann ich mich nicht bewegen, ne? Also. Ja, super. Oh, das ist ein Riesenvieh. Oh, das möchte ich haben, das da. Das ist Schleim, das können wir nicht mitnehmen. Wir haben keinen Platz, wie du vielleicht. Nice! Gehirn! Da. Käferfleisch. Oh, und was ist das hier? Sind das große. Oh. Das ist Quarz, das kannst du mitnehmen, aber du hast keinen Platz. Warum ist da ein Heilungssymbol? Ja, das ist ein Plus-Symbol. Das ist ein Plus-Symbol, dass du es mitnehmen kannst. Wir essen einfach noch was. Ja, wir essen noch die Blume, komm. Ja! Weg damit. Nee, die wollte ich doch verschenken. Clams. Okay. Hat nichts gebracht. Aber jetzt kannst du den Quarz mitnehmen, genau. Cool. So, okay. Wir gehen wieder raus. Nee, wir gehen wieder raus. Ja, sag ich ja. Weiter geht's. Wir gucken noch ein paar andere Sachen an. Ja, das ist auch ein Feature von. Von Stardew Valley, man kann also in dieser Mine. Können wir auch damit fahren? Ja, im Moment nicht. Man kann auch mit dieser Mine. Halt ganz normale Rollenspielelemente machen. Ich kann nochmal in den. Hier, in den Ausrüstungs- oder in das Menü gehen. Man hat Ausrüstungsplätze, wie du siehst. Neben Ostratest gibt es einige Ausrüstungsplätze. Mhm. Und. Geh zum alten Mann los. Ja, okay, wir gehen zum alten Mann. Please don't destroy my tent. Ja, er tun ist. Tun wir nicht. Kein Problem. Alles gut. Wir könnten jetzt zum Beispiel. Ein Topaz verschenken? Nein, wir können zum Beispiel mit dem Topaz und mit dem Quarz wieder zurück zu der Bücherei gehen. Da können wir das doch ausstellen lassen, wenn du das machen möchtest. Ja, möchte ich. Ja, okay. Das war meine gute Idee. Das war deine gute Idee? Das war meine gute Idee. Nice. Gute Idee übrigens. Verlauf dich nicht. Nein, ich versuche es. Wenn du das die ganze Zeit spammst, kann ich mich nicht bewegen. Ich weiß, deswegen mache ich das. Okay. Ich möchte auch irgendwas tun, weißt du? Du tust doch was. Da. Das ist ein Quest. Er braucht eine Sardine und wir haben es akzeptiert. Okay, dann müssen wir gleich noch angeln gehen. Okay. Du willst wahrscheinlich kann mit der ich Frau eine Rübe reden. Schenken? Du kannst ja mit der Frau einfach mal reden. Du kannst sie auch Presento des machen. Nein. Presento des? Okay, sie hat sich, glaube ich, gefreut darüber oder sie hat sich ausgelacht. Ich kann die Emotionen hier noch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, sie hat mich ausgelacht. Wir wollten das klauen? Nein. Wir wollten du weißt schon, Museum ausstellen. Wir wollten ins Museum, genau. Und gleich gehen wir ein bisschen angeln. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem Quest noch hin. Alle Quest. Du musst auch da reingehen. Ja. Oh, Kiddies! Kleine Kinderstunde! Hallo! Miss Penny sagt, ich soll dieses Buch lesen. Du sollst lesen. Das Buch lesen, bevor du spielen gehst. Ist okay. Dick in the dirt. Das klingt witzig. Ich kenne dich nicht. Jess, du kennst mich. Komm zurück. Wir haben uns alle vorgestellt. Das ist ein Teddybär. Kann ich? Nein. Bitte, aber hier, ich muss ihn anfassen. Ich hasse es. Fass mich immer alles an. Das ist wie, wenn wir zusammen in den fucking Laden gehen. Jetzt geht, ne? Oh, das ist ja cool. Direkt Pädobär angefasst? Hauen die alle ab. Das ist ja witzig. Nein, die gehen einfach alle und die kommen auch alle. Mit dir haben wir das schon. Das war jetzt wieder Penny. Ja, ist das super. So, dann geh jetzt, mal. Jetzt steht die da rum, weil die einfach denkt, du willst noch weiter mit dir reden. Das hast du toll gemacht. Nein, die geht auch wieder. Okay, jetzt gib ihm das, den Topaz. Gib ihm den oder kann man direkt sagen, donate. Du musst auf den Donate to Museum, ja. Okay, du kannst beide sogar donaten. Was? Cool. Yeah! Okay. Geh mal bitte auf das Quest-Symbol, das da extrem leuchtet. Delivery, Level 5 der Mine sollen wir erreichen. Wir haben eins sogar fertig gemacht. Das nicht. Wir haben das fertig gemacht. Nein, das haben wir fertig gemacht. Siehst du? Und dafür kriegen wir auch ein bisschen Geld. Yeah! Was ist ein Coop? Hast du dich jetzt gefragt? Ja. Ein Coop ist eine Art Stall.
Text gerade lesen, um rauszufinden im Kontext, was ein Coup ist. Ja, es ist so eine Art. Ein Coup, Coup. Coup, Coup. Ach, das ist die Lehrerin von denen, Sister. Haben wir wieder was gelernt. Wir gehen zum Strand. Du darfst angeln. Du hast es ja letztes Mal wunderbar gemacht. Verkackt. Geh schon mal auf die Angel am besten. Ja, wollte ich machen, aber dann kam diese Szene, dass ich nicht. Oh, nimm die Muschel mit. Mupfel, Mupfel, Mupfel. Okay. Kann wir ich gucken noch was mal. Mitnehmen? Ja. Ein Seil. Nein, ich hoffe eine Sardine. Bitte angeln. Sehr gut. Und jetzt weißt du, wie es geht. Ne? Das haben wir letztes Mal durchgesprochen. Du weißt ungefähr, wie das eigentlich mit der Angel funktioniert. Ich bin aufgeregt, okay? Ja, okay. Anspannung, Anspannung, Anspannung. Es passiert nichts. Enttäuscht. Nun. Ich glaube, es ist ein schlechter Platz zum Angeln. Hit! So, jetzt immer schön auf dem Fisch bleiben. Okay, was ist das denn für ein das Fisch? Das ist so anstrengend. Was ist das denn für ein Fisch? Nein! Komm zurück! Ich sehe schon, wie du es verkackt. Ich sehe, wie du es verkackt. Ich sehe, wie du es verkackt. Verkackt, 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 bitte nicht. Dieser Fisch ist der letzte für dich. Es kann doch nicht sein, dass du es jetzt wirklich noch verkackst. Ja, ganz langsam. Nein, der Fisch ist da unten. Aber er will hoch. Nein, du hast es, dein Balken ist doch riesig lang. Jetzt gib ihm, geh mit. Ja, nein, vielleicht. Angel! Wann gewinne ich denn? Jetzt hast du gewonnen. Oh, ein Hering. Das ist der falsche Fisch. Fuck. Du musst klicken. Links oder rechts? Ist egal. So, aber den können wir verkaufen, wenn du magst. Wie anstrengend war das denn jetzt bitte? Alter Schwede, wir gehen in den Fischshop. Wir gehen in den Fischshop, genau. Ab in den Fischshop. Und dann reden wir mit Fischmann. Und dann können wir die Sachen verkaufen. Auch die, du kannst auch jetzt schon die Dings verkaufen. Oh, ich dachte, die kann ich verschenken. Wow, wir haben schon 1051 G gemacht. Ja, los. Angel, was das Zeug hält. Ich glaube, das war nicht gut. Ich will hier wieder rausholen. Okay, ja, okay, ja. Bam! Jetzt vielleicht sollst du eine Sardine fangen. Mach ich jetzt. Pass auf. Okay, also ich hoffe. Wird auch weniger anstrengend als gerade. Ich hoffe, die meinen auch wirklich Sardine und nicht, dass wir jetzt irgendwie durch den englischen Krampf irgendwie was ganz anderes holen. Nein! Nein! Da waren Ausrufezeichen. Oh. So, das war ich. Ich hab mich gedreht. Max! Max! Maximum Power! Wow! Oh mein Gott! Unglaublich! Das sieht so hässlich aus. Es verwirrt mich immer, dein Charakter. Wieso? Ich habe einfach gedacht, okay. Trash. Okay, kann man. Gib ich dir irgendeinen Mülleimer in irgendeiner Form? Ich schenk's ihm. Nein, klick doch erstmal bitte, damit es überhaupt weitergeht. Dankeschön. Achso, ich habe immer Angst, dass ich es wegwerfe. Nein, da steht einfach nur aufgelistet. Hier einen Mülleimer. Das vielleicht ins Boot legen? Gute Nein. Da, was? Hallo? Elliot? Nächste. Die frische Luft ist gut für Körper und Geist. Die frische Luft in diesem Tal, wolltest du sagen. Ey, komm. Das also wenn du das übersetzen willst und da schon 20 Stunden für brauchst und da mal eben 5 englische Warum? Ich habe überlegt, ob ich es übersetze oder nicht. Weil du redest immer auf Englisch, deswegen. Geh nochmal auf den Delivery. I need a sardine. Ist schon das Richtige, wir haben aber noch keine. Ja, also lass uns erst eine Sardine holen gehen. Ja, vielleicht ist die auf unserer Farm. Stimmt, in dem kleinen Teich. Da haben wir auch Teiche, vielleicht haben wir da auch Fische. Aber es ist ein Ich würde auch keine Sardine im Meer fangen. Die sind viel es ist aber ein zeitgebundener Quest. Heißt also, wenn wir das heute nicht packen, dann ist der weg. Ne? Also nur mal so, damit du Justin kannst. Warum haben wir denn nirgendwo einen Mülleimer? Das ist ja unglaublich. Nicht. Mach dir darüber erstmal keine Sorgen. Erstmal fangen wir jetzt einen Fisch, hoffe ich, in diesem Teich. Und mal gucken, was passiert. Mit meinem Skill fangen wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Fisch. Wir haben die Mine gesehen. Wie fandst du das? War ganz cool, ne? Ja, ich möchte aber noch den Zauberer kennenlernen. Ja. Das kommt dann wahrscheinlich in der hoffentlich nächsten Folge. Nächsten und letzten Folge. Bam, bam, bam. Ja. Von der Vorstellung, ja. Das stimmt. Joja Cola. Kannst du direkt trinken, wenn du willst. Oh, trinke ich. Ach, muss ich erst so und dann. Das sieht so cool aus, ne? Die Hälfte davon geht daneben und hat sie mir überhaupt was gebracht? Ja, 5 Leben und 13 Energie. Für alle, die... Ich dachte, wir wollten noch eine Sardine fangen. Ja, ich dachte, es ist 7.10 Uhr. Wir sollten vielleicht... Wir versuchen noch eine Sardine zu fangen. Ja, okay, du hast völlig recht. Anstatt wenn du die ganze Zeit wieder irgendwo die Angel ins hohe Gras wirfst und versuchst, Pokémon zu angeln. Irgendwie weiß ich auch nicht. Boah, voll cool. Jetzt gehen wir aber. Ja, wir haben schon... Das ist richtig cool. Wir haben... Ja.
Werf da mal Sachen weg, bitte. So, die Turnips, Parsnips kannst du auch da reinpacken. Perfekt. Was ist das? Ach, Stone. Das sind Steine. Die werden wir mal in unsere Truhen im Haus packen. Es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist eine ganz neue Definition von Koop. Sonst, ich weiß nicht, ob wir vielleicht... Nee, hier haben wir ein Mülleimer-Symbol. Achso, ja, da können wir auch Dinge wegschmeißen, genau. Oh, nun, aber das war's von dieser Folge. Mach mal bitte den Ofen an. Okay. Das war's von dieser Folge. Stardew Valley und auch mit mir aus der Spielspaß. Eine Folge seht ihr hiervon noch als Vorstellung und dann warten wir erstmal auf den Koop-Modus, bis ihr uns wieder in dieser Kombination seht. Stardew Valley-Sachen werden irgendwie aber trotzdem kommen zwischendurch. Aber nur von dir. Einfach nur von mir und wir machen dann auch irgendwas Random-mäßiges. Genau. Freut euch darauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.